Es ist spannend, was der Markt aktuell macht. Wir sehen es, der Markt ist nach oben gekommen und er hat damit eine für uns durchaus spannende und wichtige Marke nach oben überschritten, nämlich hier sehen wir, dass das Juni-Hoch ist überschritten worden und nicht nur hier, sondern auch beim S&P 500. Wir sehen das hier im Future, nicht irritiert sein, da ist der Markt ebenfalls darüber gekommen. Wer noch ein bisschen hin und her hinterherhängt, ist der Dow Jones. Der hat seinen Juni-Hoch da noch nicht erreicht, aber vielleicht kriegen wir das ja ebenfalls noch. Lassen wir uns da mal überraschen. Der ziert sich ja hier noch ein bisschen aktuell. Trotz alledem, wir sehen beim DAX etwas, was ich sehr, sehr spannend finde. Und das haben wir heute im Trade des Tages euch vorgestellt. Das ist nämlich, dass der Markt heute im Laufe des Tages ganz klar die Schubrichtung nochmal gezeigt hat. Also diese Stimmung nach oben sehr stark. Umgekehrt allerdings nach unten relativ schwach. Und das ist für mich ein Zeichen, dass der Markt eigentlich gute Voraussetzungen hat, sich nochmal nach oben zu entwickeln. Deshalb haben wir eben gerade das im Trade des Tages mal als Vorschlag euch angebracht. Wer es noch nicht hat, guckt sich es dort an. Es ist kostenfrei. Ihr müsst euch anmelden, damit ihr informiert werdet. Nützt ja nichts, wenn wir das hier online schalten und ihr Stunden später drauf guckt. Wenn ihr euch anmeldet, kriegt ihr immer eine Information. Ha, jetzt ist das online. Dann verpasst ihr solche Situationen nicht. Dort stellen wir unsere konkrete Idee vor, wie wir beim Ausbruch hier drüber sagen, wir nehmen nochmal die Long-Richtung mit. Wie weit wird das gehen? Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil wir natürlich nicht wirklich in einem Fortsetzungstrades Targets berechnen können. Es ist aber durchaus realistisch im großen Bild, dass das jetzt auch nochmal um einige 100 Punkte nach oben geht. Also viel Spaß und Spannung ist da durchaus noch möglich und gegeben. Also da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, überhaupt nicht. Ob er zwischendurch nochmal runterkommt, das kann sein. Deshalb ist es wichtig, trotzdem noch mit dem Stop zu arbeiten, trotzdem noch mit einem Trailing-Stop auch zu arbeiten. Das heißt, gegebenenfalls die Position immer abzusichern, das heißt, nach oben laufen zu lassen. Wir haben eine Variante des Trailing-Stops vorgeschlagen. Die kann man natürlich übernehmen. Man kann aber auch variieren und deshalb wollte ich das in diesem Video nochmal erzählen. Überlegt euch, ob ihr eventuell einen engeren Stop bevorzugt. Das hat den Vorteil, dass ihr viel mehr absichert, aber natürlich unter Umständen zwischendurch auch immer mal rausfliegt. Das heißt, für die, die eh aktiv sein wollen und immer wieder auch mal traden, auch mal wieder was Neues, für die ist das natürlich super. Wer sowas nicht so gerne mag, der kann sich auch überlegen, den Stop durchaus ein bisschen weiter wegzulegen sogar, um dann größere Bewegungen mitzunehmen, nicht so häufig nachziehen zu müssen, vielleicht dann nur alle halbe Stunde beispielsweise. Der hat natürlich ein bisschen mehr Raum, aber muss nicht so häufig aktiv sein. Aber nicht vergessen, Positionsgröße entsprechend anpassen. Also, ich habe eine Variante genommen, die ich ganz cool finde. Wir werden sehen, ob die dann wirklich so toll ist. Werden wir dann uns überraschen lassen. Schaut es euch einfach mal an. Ich denke, die Situation ist da aktuell spannend. Mehr will ich gar nicht reden. Euch toi 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 für die Märkte. Liebe Grüße und bis bald.